Hallo miteinander, wieder mal zurück mit einem neuen Tutorial oder sagen wir mal neuen Video bezüglich Casual Server oder halt, Casual Server, nicht Expert Server, ja, weil das erkläre ich euch während des Fluges, warum. Ich habe ein paar Anfragen gekriegt oder Kommentare von euch bezüglich online. Genau. Heute fliegen wir auch online, das heißt mit Funk. Das heißt, wie ihr auf dem Plan sehen könnt, haben wir noch ein paar Mitspieler. Wir starten wieder von Zürich und fliegen nach EDNY. Genau. Es wird wieder ein kurzer Flug sein, heute mit einer besonderen Maschine, und zwar der Bombardier CRJ-200, ein Privatjet, dachte ich mal, ein kleineres Flugzeug, wieder mal, jawohl, genau. Das ist 2018 upgedatet, das heißt, wie ihr sehen könnt, haben wir hier auch NAV und Approach. Das liebe ich ja, wie ihr wisst, mittlerweile fliege ich gerne mit Flugzeugen, die den ILS-System besitzen. Das ist einfach viel einfacher, dann auch zu landen, und ja, macht das Ganze noch ein bisschen realistischer, ne? Es ist natürlich auch interessant, manuell zu fliegen, aber heute wieder mal ein ILS-Landung. Wie ihr sehen könnt, haben wir wieder unsere Puppen sozusagen, die das den Raum ausfüllen. Hier haben wir den ersten Offizier und ich als Pilot ohne Kopf, der den Kopf drehen kann. Ja, genau. Das Cockpit, das ist auch erneuert worden. Es sieht eigentlich ganz nett aus. Ja, auf den ersten Blick nicht schlecht. Schaut mal, ob man vielleicht noch ein bisschen durch das Flugzeug gehen kann und das Flugzeug noch ein bisschen angucken von innen. Das ist bei einigen Flugzeugen anscheinend möglich. Da hatten wir es ja schon. Moment. So. Jo, nicht schlecht. Zwar nur ein Sitz, kann man auch noch mehr machen. Ah, das ist auch eine nette Einstellung. Das ist die Szenik, die Szenerie. Das wiederholt sich zwar immer, sieht sehr nett aus. Da kann man das Flugzeug von außen ein bisschen betrachten. Während des Fliegens macht es auch was her. Standard von oben. Ja, wie gesagt, wir kümmern uns jetzt um unseren Flug. Wir werden auch ein paar Funksprüche abgeben. Und ich werde auch jetzt hier in diesem Video noch ein bisschen erklären, wie das dann funktioniert. Wie ich schon erwähnt habe am Anfang, ich bin jetzt gerade dabei, also ich habe geguckt, wie viele XPs, also Punkte ich habe. Ich liege jetzt bei ungefähr 4000. Ich müsste noch mal gucken, wie viel es denn wirklich braucht, für dass man den Expert-Server oder den Training-Server benutzen kann, weil das funktioniert anscheinend nicht. Mich hat auch jemand schon gefragt, warum das dann nicht funktioniert, denn er hätte mehr Punkte, Flugstunden als ich, aber bei ihm funktioniert es nicht und ich sei anscheinend schon auf Grad 2. Bei mir sehe ich jetzt aber gerade, ich bin nur noch auf Level 1, weil ich eine Weile lang halt Soloflüge gemacht habe, um halt mir zu zeigen, wie das Fliegen halt funktioniert, um halt, da ich halt wenig online gespielt habe. Genau. Das holen wir jetzt aber alles ein bisschen nach. Wie ihr in den anderen Videos schon festgestellt habt, ist da mehr ist es nicht so schwierig. Ja, es kann komplex sein, wenn ihr dann Trainingsserver spielt, da ist dann alles ganz nochmal anders, da muss es auch ein bisschen professioneller dann alles sein. Die ganzen Befehle und ihr dürft dann erst fliegen, wenn der Tower es sagt, und müsst dann auch gewisse Höhen einhalten und. Also das ist auf jeden Fall da noch ein Spürchen komplexer. Aber wir starten jetzt hier mit Casual Server, das heißt, das ist eigentlich alles ganz simpel. Hier ist auch, kann man auch ein bisschen machen, was man will. Wir werden jetzt auf Systeme gehen. Hier, dann werden wir die NAV Lights, Beacon Lights und die Strobe Lights werden wir jetzt anmachen. Landing Lights, wie gesagt, brauchen wir nicht. Noch nicht. Seatbelts. No Smoking, und dann werden wir das erste Triebwerk starten.
Systeme machen wir aus. Wir wollen ja jetzt losfliegen, und zwar auf der Runway 10. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf das Sprechköpfchen, hier auf das Headset, gehen auf LSZ Unicom, dann drücken wir auf Taxi und wir wollen ja die 10, also drücken wir auf die 10. Zurich Unicom, Lima Golf 1988, taxiing to runway 10. Gut, ich habe jetzt einen Funkspruch abgegeben, dass ich auf der Runway mich zur Runway 10 begeben möchte. Das würde jetzt bei Expert Server, würde das jetzt natürlich, zuerst müsste ich auf die Bestätigung warten. Und wir starten jetzt übrigens hier nochmal das Triebwerk 2. Das wird schon. Und wir können uns jetzt eigentlich schon mal auf die Startbahn. Da müssen wir jetzt links rum. Die Brakes hier lösen wir. Und dann geht's los. Ja, wie gesagt, da würde jetzt natürlich zuerst ein Funkspruch kommen. Ja, ich bestätige, das ist dann der Tower. Wie ich im anderen Video schon erklärt habe, ihr könnt dann selbstverständlich auch den Tower mal spielen. Ihr könnt das auch machen. Ich kann, wenn ihr möchtet, auch mal ein Video diesbezüglich machen. Es ist aber auch ein bisschen komplizierter. Also da gibt es viele Sachen. Da seid ihr halt beim Tower und beobachtet halt die Flugzeuge und gibt halt die Befehle aus, ne? Das heißt, nichts mit Fliegen, sondern mehr so mit Organisieren der Flughäfen. Und auch bei den Flughäfen ist es so, dass nicht alle immer aktiv seid. Also wie ihr jetzt seht, bei Casual Server ist fast niemand mehr. Also hauptsächlich sind da jetzt nur noch... Oh, ich halte mich hier gerade nicht an die Vorschriften. Ich bin jetzt hier gerade... fahre jetzt hier gerade über die Wiese drüber. Entschuldigt bitte. Ja, und bei Casual Service ist jetzt gerade niemand, das ist gerade leer. Also es fliegen Leute, aber die Flughäfen sind nicht besetzt. Ja. Und bei Expert Server könnt ihr halt gucken, wo sind die Flughäfen, wo sind die besetzt. Und Emirates 7500 Super, taxiing to runway 34. Okay. Ja, das ist jetzt auch ein anderer Befehl. Also Funksprüche von anderen Flugzeugen, von Gästen, die jetzt fliegen, könnt ihr natürlich hier auch hören. Was soll ich jetzt noch sagen? Genau, eben, der Flughafen, der ist halt nicht besetzt. Ihr könnt natürlich gucken, wo gibt es halt Betrieb, wo ist der Flughafen in Betrieb. Das habe ich euch im letzten Video schon erklärt. Dann könnt ihr da hingehen und dann halt von da fliegen. So. Aber ihr seht dann immer beim Menü, seht ihr dann immer, wo ist dann Flughafen belegt und wo nicht, ja. So, wir gehen jetzt wieder aufs Headset, dann gehen wir auf Take-Off, Runway 1, die Parting. Jetzt müssen wir mal gucken, wohin wollen wir, Richtung Westen haben wir gesagt, wir fliegen ja, das ist ja Westen, ja, fliegen jetzt Richtung Westen. Zurich Unicom, Lima Golf 1988 is taking off runway 10, departing west. Gut, jetzt würde normalerweise was kommen. Ja, Start abbrechen oder Start erlaubt. Hier kommt nichts, weil der Flughafen nicht besetzt ist. Wir werden jetzt hier mal die Höhe einstellen. Die machen wir jetzt mal auf 4000. Speed machen wir gleich. Wir werden jetzt die Brakes lösen. Hier. Brakes lösen. Und Flaps machen wir jetzt auf 8 und wir starten, geben volle Power und so bei ca. 130 Knoten ziehen wir das Flugzeug hoch. Und wir ziehen es hoch. So. Fahrwerk einfahren. Gear Flaps 0. Jetzt werden wir die Höhe einstellen hier. Alt haben wir ja schon eingegeben. Das Heading. Damit kontrollieren wir die Flugrichtung. Und Speed werden wir auf 250 machen.
Und wir werden selbstverständlich hier oben noch auf NAV gehen, damit das Flugzeug selbstverständlich unseren Flugplan, den wir gebastelt haben, abfliegt. Emirates 7500 Super is taking off runway 34, departing ease. Sir, Unicom, Airfield 1 is taking off runway 34, departing ease. Ah, das sieht doch schon mal schön aus hier. Sieht aus wie in einem Werbeflug. Ich finde auch das Flugzeug ganz, ganz angenehm. Kleines Flugzeug, Privatjet. Für ca. 30 Personen, 40, ja. Genau. Ich finde auch die neueren Flugzeuge, gerade so, wenn man mit ILS fliegen kann, umso größer, umso einfacher in diesem Spiel ist es natürlich. Klar. Eigentlich sollte es umgekehrt sein. Ja, normalerweise ist es so, dass umso kleiner, umso einfacher. Aber hier ist es gerade andersrum. Ich finde, die größeren Flugzeuge sind auf jeden Fall einfacher zu fliegen als die kleineren. Ja, weil die kleineren haben keine ILS und haben, wenn dann NAV. Aber das Landen und die Geschwindigkeit, das muss man da alles selbst regeln. Das ist hier auch so, ich kann es ja nachher bei der Landung nochmal sagen, genau, ihr habt es wahrscheinlich schon tausendmal gehört von mir, aber es ist immer wieder wichtig. Ihr könnt, wenn ihr dann den ILS aktivieren wollt, könnt ihr das nur machen, wenn ihr Minimum, also eine Maximumgeschwindigkeit von 200 Knoten habt und auf 3000 Fuß seid. Ansonsten, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf 5.000, 6.000 Fuß seid und ihr seid nur noch 10 nautische Meilen von dem Landeflughafen entfernt, dann fliegt ihr drüber. Also das Landesystem wird schon aktiviert, aber ihr kommt nicht auf die Landebahn genau. Deswegen immer gucken, dass ihr kurz vor, also sozusagen circa 10 nautische Meilen vor dem Landeflughafen auf 3.000 Fuß seid. Das ist wichtig, ja. Sonst schafft ihr die Landung nicht mit ILS. Ja, ihr könnt natürlich dann den Autopilot auch ausstellen und das Flugzeug nach unten drücken. Es ist natürlich auch möglich, wiederum würde es dann schneller werden und es würde dann zu Problemen führen. Also, wenn wir ILS schon haben, dann finde ich, ja, benutzen wir es doch auch, nicht wahr? So. Genau, wir werden jetzt noch einen kleinen Funkspruch abgeben. Report Position. Was haben wir denn? Wir haben Left Downwind. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt hier. Ihr seht schon hier oben, das ist meine Flugnummer LG1988. Die habe ich mir ja eingegeben, also die habe ich mir selbst gegeben, sozusagen, diese Flugnummer. Ja, könnt ihr alles selber gestalten, kann es euch ja nochmal zeigen, wenn ihr möchtet, wie das dann geht. Ihr seht schon, ich bin hier ein bisschen von der Flugroute abgekommen. Das liegt daran, dass ich hier auch ein bisschen zickzack, ein bisschen knapp so eine Rechtskurve hier gestaltet habe, die sehr knapp ist. Und ich war zu schnell. Ja, ich bin drüber hinaus sozusagen. Ich habe jetzt einen großen Bogen gemacht. Jetzt fliegt er wieder zurück zu dem Punkt, wo er hin muss, automatisch, bis er den Punkt wieder erreicht hat, und dann fängt er dann wieder an, der Linie zu folgen. Ja, also versucht auch ein bisschen den Flugplan, ein bisschen könnt ihr sauberer zu gestalten. Ja, aber das liegt an jedem, probiert aus, macht wie ihr wollt. Ja, im Endeffekt müsst ihr dann, oder könnt ihr natürlich eine Erfahrung sammeln, wie ihr es dann am besten macht. Meine so gemacht, wie ich sie, ja, wie ich das von einem solchen Spiel kenne, machen. So. Ihr könnt natürlich auch auf YouTube gehen, es gibt noch andere, ich würde sagen, es gibt noch andere, ich glaube,
ich bin zu schnell. Ich gehe mal auf 230 runter. Wenn ihr übrigens zu schnell seid, könnt ihr ja hier die Geschwindigkeit eingeben und gleichzeitig hier auf Spoiler auf Flight gehen. Dann bremst er schneller ab. Ja? In dem Fall machen wir es jetzt raus, weil es kommt das Flugzeug darauf an. Also wenn ihr zum Beispiel eine größere Boeing fliegt, die großen Maschinen, dann kann es sein, dass sie, wenn ihr zu schnell fliegt, dass es nicht rechtzeitig schafft. Es gibt Flugzeuge, die können ziemlich schnell abbremsen. Es gibt Flugzeuge, die brauchen ungefähr eine Minute, bis sie abgebremst haben. Deswegen, das ist auch eine Erfahrungssache. Es sind nicht alle Flugzeuge gleich halt logisch, ja, zu handeln. So. Aber bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt mit dem Flugsystem. Es ist eigentlich immer schön flüssig gelaufen. Es ist halt schade, hier bei Casual Server kann man hier dieses Funk kann man nicht benutzen. Das finde ich halt ein bisschen schade. Man kann es benutzen, aber es wird halt nicht wahrgenommen, weil die Flughäfen nicht besetzt sind. Das ist halt so ein bisschen schade, finde ich. Man hat zwar hier Leute, die fliegen, auch andere Gäste, die ein bisschen casual fliegen, wie ihr sehen könnt hier. Man kann übrigens auch auf die Flugzeuge klicken, dann werden hier Infodaten preisgegeben, wie hoch sie sind, wie viel Grad sie fliegen, wie viele Knoten und halt was halt der Mensch, der Typ heißt, wie heißt, was für ein Flugzeugtyp ist. Ja, und hier habt ihr noch die Information genauer, wo ihr hinfliegt. Die Flugstraße ist da, der Flightplan, kann man auch sehen. Ja, genau. Und man kann auch den Flugplan kopieren. Ja, ich könnte zum Beispiel hier drauf gehen, dann ist er jetzt kopiert. Ja. Habe ich den aber kopiert, das ist zwar jetzt ein bisschen nicht so klug von mir. Jetzt fliege ich seinen Flugplan ab. Ja. Jetzt will ich das aber nicht. Jetzt gebe ich den, muss ich da wieder zurückgehen. Das war jetzt nicht so klug. Ja, ihr seht schon, ich habe hier ein Kackmist gebaut. Ich habe den Flugplan übernommen. Ja, dummerweise habe ich jetzt seinen Flugplan übernommen und fliege jetzt mit ihm sozusagen ja diesen Flugplan ab. Und das muss ich jetzt ändern. Und was machen wir denn jetzt? Jetzt muss ich mir einen Notflughafen suchen, wo wir landen können. Wo sind wir denn? Wir sind da und wir wollen da. Ah, Freunde. Das war jetzt nicht klug. Das war gar nicht klug von mir. Nicht so klug. Sehr dumm. Ja, sehr dumm. Wir probieren, ob wir das jetzt doch noch hinkriegen. Nein. Also, wie ihr sehen könnt, kriege ich das jetzt nicht so hin. Das ist jetzt mir schon ein bisschen peinlich, muss ich zugeben. Das macht nichts. Wir werden jetzt wir wollen ja hier hin, ja. Das heißt, wir machen jetzt den NAV aus und drehen das Flugzeug manuell. Ja. Das heißt, wir fliegen jetzt, was denn jetzt? Ja, der nächste Flughafen, würde ich sagen, ist Stuttgart. Stuttgart landen wir jetzt EDDS. So, jetzt habe ich die Linie hier gemacht.
Ja, cooles Szenario gerade. Habe gesehen, ich habe jetzt ein wenig Mist gebaut. Macht aber nichts, denn wir fliegen jetzt halt mit Autopilot, also mit dem Heading. Manuell müssen wir das jetzt halt eingeben, ohne den Flugplan. Also ohne den NAV-Mode, sagen wir es mal so. Dann müssen wir halt hier immer so ein bisschen auf das jetzt auch die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Und fliegen dann so hin. Ja, ohne NAV. Wir sehen ja hier. Ich kann den jetzt aber auch nicht. Ich guck mal, ob ich den mal. Nein. Also wie ihr seht, ich lande hier immer wieder auf diesem. Ich krieg den einfach nicht weg. Genau. Krieg ich jetzt nicht gelöscht. Aber das macht nichts. Wie gesagt, wir fliegen jetzt hier zum EDDS. Den die Runway 07 nehmen wir, ja. So, wir sind jetzt auf 4000 Fuß. Ist so ungefähr 1 Kilometer höher. Wir werden jetzt auf 9000 steigen. Genau, und hier werden wir noch den Vertical Speed erhöhen, das heißt, ich steige schneller. Ja, machen jetzt mal auf 1,6. Genau. So. Ja, wir werden jetzt hier mal vielleicht. Hier übrigens habt ihr die ganzen Flughäfen. Die erscheinen natürlich auf der Liste immer dann, wenn ihr in den bezüglichen Rahmen seid, also in den Flugzonen. Ja, ihr seht ja, hier haben wir eine, hier haben wir einen und hier haben wir einen. Ja, und umso näher ihr dann seid, je nachdem wie ihr dann im Rahmen seid, seht ihr die dann. Ja, wenn wir jetzt hier drauf gehen, suchen wir mal unseren EDDS. Ja. EDDS ist nicht vorhanden gerade, also würde ich behaupten, der kommt demnächst, ja, sobald ich ein bisschen näher dann dabei bin. Ja, ich werde jetzt auch das Heading ein bisschen umstellen auf. Ihr könnt übrigens sehen, den LFPG steht hier drauf, ist bei 286 Grad. Wir werden jetzt mal hier gehen. Das ist halt hier der LFPG. Das ist halt dieser letzte Flug, meine Flugstraße. Ja, weil ich den übernommen habe, den Flugplan, zeigt es mir jetzt gerade das an. Ja. Ich mache es jetzt aber so, ich mache jetzt Trick 77. Ich fliege jetzt sozusagen bis hierhin. Wenn ich dann da bin, drücke ich dann wieder Replace und dann müsste der Flugplan wieder, hat dann wieder seine richtige Ordnung. Ja, weil ich ja dann sozusagen eine Abkürzung geflogen bin. Ich müsste ja jetzt eigentlich hier lang fliegen und dann eine Ecke machen und sozusagen zurückfliegen. Ja, aber ich mache jetzt eine Abkürzung. Ja, nicht so wie ich es mir geplant habe, aber das ist ja auch mal spannend, dass es nicht immer monoton abläuft, sondern auch mal eine kleine Überraschung hat. Genau, ist ja auch mal lustig, dann könnt ihr auch mal ein bisschen sehen, wie man improvisieren kann. Ja, so, EDDS ist, ist nicht da, nicht gut. Ich werde jetzt nochmals eine kleine Schleife fliegen, ein bisschen mehr. Genau, wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 339 Knoten, die Höhe liegt bei fast 9000 Fuß, sind 3 Kilometer.
Gehen wir durch 3. Und ja, Benzin haben wir, also Kerosin haben wir noch genug. Ich habe es nicht aufgeladen, aber ich habe ja immer ein bisschen mehr genommen. So, man kann es auch einstellen, aber nicht während des Fluges, leider. Das kann man nicht mehr, deswegen im Update. Früher war das möglich, man konnte wegen bei dem Flug sozusagen nochmals auftanken, sozusagen. Ja, man konnte das Benzin davon aufdrehen oder einfach die Daten verändern. Cargo, Passagiere konnte man noch verändern, jetzt kann man es nicht mehr. Genau. Also das konnte man immer hier, man konnte Weight and Balance, konnte man draufklicken und dann kommt halt das. Ja. Das geht also im Live-Mode. Geht das nicht, ja. Ich bin jetzt im Live-Mode. Es geht im Solo-Mode, da funktioniert es noch. Aber im Live-Modus geht es halt nicht. Ist ja okay. Soll ja auch mehr Realismus fördern hier, der Live-Mode, als der Solo-Mode, ja. Ihr seht schon, hier ist ganz viel los, ja. Also viel, ja, es hat einiges hier Flugzeugchen umschwirren. Und ich muss jetzt gerade meine Richtung ändern hier manuell. Ihr könnt auch nur nach diesem Heading hier gehen. Ihr könnt auch immer das Heading hier einstellen, auch kein Problem. Ja. Ich werde jetzt die Geschwindigkeit auf 300 runter minimieren und selbstverständlich hier noch ein bisschen rechts gehen. So. Ich werde jetzt auch die Höhe anpassen und wieder auf 4000 Fuß gehen, weil ich glaube, wir sind bald da. Ihr übrigens könnt ihr immer noch gucken, die Geschwindigkeit oder die Sinkrate einstellen. Ich bin immer so bei ja, 500, wenn ich es nicht eilig habe. Ja. Kann aber auch schon mal vorkommen, dass man plötzlich zu hoch ist und dann denkt, so, jetzt muss ich schnell runter. Kann man natürlich den Autopilot auch ausmachen und dann manuell das Flugzeug einfach nach unten ziehen, was dann aber auch ein Berg, schneebedeckter Berg, was natürlich auch dann nicht so produktiv ist, ne? Ja, so. Wir nähern uns am Ziel. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter gehen, rechts. Jetzt wieder auf. Jetzt wieder auf Headset. Ist der Flughafen EDDS zu sehen? Seht ihr ihn? Nein, er ist noch nicht zu sehen. Gut. Macht nichts. Mein Flugplan übrigens, seht ihr hier. Genau. Wieder weiter rechts. Ich habe immer noch den Zielflughafen, also den eigentlichen, wo ich zuerst hin müsste, immer noch hier drauf. Ich denke aber, das wird sich bald ändern, sobald ich diesen weißen, also den Flugplan hier bekommen habe und der pink, oder was ist das, violett, ja, so ein pink-violett wird, dann ist er dann aktiv, dann kann ich dann wieder den einstellen und der fliegt dann Richtung EDDS. Ja, jetzt mal schauen, das müsste eigentlich funktionieren. Entschuldigt bitte meine Stimme und ich habe ziemlich einen Frosch gerade im Hals, den ich nicht wegkriege. Ja, mehr ist da nicht. Also wie ihr seht, ist es eigentlich ja, ist eigentlich schon selbsterklärend. Es ist keine große Sache. Ich finde, eine Weile fliegen, es macht sehr Spaß auf jeden Fall. Es gibt halt noch ein paar andere Sachen, die halt ein bisschen komplexer sind, aber ich finde, im Großen und Ganzen könnten sie es schon
noch komplexer machen, finde ich. Einiges dazu nehmen. Ich finde auch die Flughäfen, finde ich schade, dass sie so leblos sind. Das macht das Ganze nicht so, ja, nicht so real. Es ist halt ein bisschen, man könnte noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, ich bin echt gespannt auf die Zukunft und auf jeden Fall, was da noch kommen wird. Das bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe ein paar Gerüchte gehört, bin ich mir aber nicht sicher. Da werde ich jetzt auch nichts dazu sagen, weil ich finde, das sind Gerüchte und das wird sich dann noch bestätigen. Aber mal schauen, wie die Zukunft von Infinite Flight aussieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis jetzt ist nur Gutes gekommen, das meiste. Ja. Wie gesagt, das Cockpit, finde ich, könnte noch ein bisschen auch noch belebt werden. Da ist ein bisschen gar nichts da, ist ein bisschen statisch, ja, ein bisschen wer ist ein Krappe, also da finde ich, könnte man noch ein bisschen einiges noch hinzunehmen. So, jetzt nähern wir uns der Linie. Ich hoffe, es wird jetzt orange oder pink oder violett oder welche Farbe das auch immer ist. Ich denke mal, es ist violett, pink-violett. Wenn nicht, dann nein, so wie ihr sehen könnt, nicht. Das heißt, ich muss jetzt manuell eine ziemliche Rechtskurve machen, die Geschwindigkeit auf 250 reduzieren. Vielleicht. Und auch hier ist nichts von Stuttgart zu erkennen, dem Unicom. Macht aber nichts, für das ILS wird das funktionieren. Wie ihr wisst, könnt ihr hier, da könnt ihr dann drauf drücken, wenn es gelb wird, ein bisschen kurz drücken. Dann erscheint dann eine Liste mit nötigen, also mit verschiedenen Flughäfen, die ihr gerade dann anfliegt. Und da könnt ihr dann die Runway aussuchen. Ja? Aber erst, wenn ihr in diesem blauen äußeren Kreis, wenn ihr den durchbrochen habt, sozusagen, könnt ihr dann, ja, müsst es dann erscheinen. Ja, ja, ihr seht schon, ohne NAV ist es eine kleine Tortur, würde ich mal sagen, ohne Flugplan zu fliegen, jetzt einfach nur nach Sicht sozusagen oder nach Flight Management System hier, ja, durch mein kleines Stolperchen, das ich jetzt da veranstaltet habe. Aber ihr habt gesehen, ihr könnt Flugpläne von anderen Flugzeugen kopieren und könnt ihr auch mal einfach losfliegen und dann mal ein Flugzeug aussuchen, weil was ihr dann gerade seht, und den da mal kopieren und einfach mal seine Route abfliegen. Ja, das ist ja auch möglich, ja. Genau. So, ich nähere mich dem blauen äußeren Kreis. Wenn ich das gemacht habe, kann ich, schon mal gucken, noch nichts, kann ich dann den Approach oder das ILS aktivieren und dann müssen wir auf der Landway, auf der Runway 07 in Stuttgart landen. Mit einer Verspätung von 30 Minuten, meine Damen und Herren, muss ich mich entschuldigen für einen kleinen technischen Fehler, den ich verursacht habe. Genau. Ja. EDDS, jetzt ist es da, seht ihr? EDDS, Unicom drücken. Wir machen jetzt Report Position. Final. Runway 07. Das habe ich denen gesagt, ich lande jetzt auf der Runway 7, also ich bin jetzt im Finale sozusagen. Genau. So, jetzt muss ich hier noch ein bisschen verstellen auf 100. Wahrscheinlich werde ich 90 Grad nehmen. Ah.
Ja, ich sehe ja hier mein Flugplan, ist ja alles gut, ist DS 411, 90 Grad, habe ich jetzt hier eingestellt, 90 Grad, perfekt, ja, das heißt, ich fliege jetzt eigentlich das korrekt ab, genau, dann muss ich, sobald ich den Wegpunkt hier erreicht habe, muss ich dann wechseln zu nach 71 Grad. So. Wir werden jetzt die Höhe wieder anpassen auf 3000 Fuß. Das ist unsere Endposition sozusagen. Wir werden jetzt die Fallgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen auf 1,3. Dann machen wir 1,6. So. Jetzt kommen wir dann gleich in den inneren Kreis und jawohl, jetzt sind wir im inneren Kreis und jetzt müsste eigentlich EDDS, seht ihr? EDDS ILS 07 hier anklicken. Jetzt ist es aktiviert. Heißt, wir gehen jetzt mit der Geschwindigkeit auf 200 Knoten. Warten, bis diese erreicht sind. 200 Knoten. Und sobald die erreicht sind, das könnt ihr hier unten sehen, drücken wir unseren Approach-Knopf und wir werden sicher zur Runway 07 geleitet. Approach. Voilà. Jetzt werden wir natürlich noch die Flaps installieren, weil wir viel zu langsam sind. Wir werden sie auf 20 stellen. Das ist natürlich auch noch zu beachten, wenn ihr zu langsam seid und ihr habt die Flaps nicht oben, kann sein, dass das Flugzeug absackt, ja, und abstürzt. Deswegen immer die Flaps aktivieren ab 200, wenn ihr runtergeht. Ja. So. Ja. Jetzt ist er dran, sich am Ausrichten. Wie ihr sehen könnt, haben wir da unsere Landebahn. Ja. Wir werden jetzt mit der Geschwindigkeit auf 180 gehen. Ja, wir werden jetzt auch hier die Flaps auf 45 Grad stellen und die Geschwindigkeit werden wir jetzt bei 160 circa lassen. Ich werde sie wahrscheinlich nochmal 20 runterstellen, weil ich mir nicht sicher bin, wie genau die Landegeschwindigkeit dieses Flugzeuges ist. Ja. Brakes werden wir schon mal aktivieren. Die sind für den Autobrake, für danach wenige Landezeit und nicht den den Schubregler hier betätigen und das Flugzeug nach hinten ziehen, um den Rückschub zu garantieren, damit ihr abbremsen könnt. Ja. Genau, Fahrwerk werde ich bei ca. 3 nautischen Meilen ausfahren. Jawohl, könnt es auch ein bisschen früher machen, aber ich mache es immer so bei 3 nautischen Meilen. 2 bis 3 nautischen Meilen müsste das eigentlich hinhauen. Ja, wir werden jetzt auf 150 Knoten, machen wir 140 Knoten. Geschwindigkeit reduzieren. Ihr seht auch, wenn ihr viel zu langsam seid, dann geht das Flugzeug nach oben. Ihr könnt es auch von außen betrachten. Es sieht eigentlich jetzt momentan noch gut aus. Ich fahre jetzt das Fahrwerk aus. Wir lassen es jetzt bei 140 Knots. Weißt du was, ich mache jetzt 120 endgültige Reiselandegeschwindigkeit.
kleines technisches Problemchen jetzt hier aufgetaucht. Heute will er irgendwie nicht. Ja. Ihr seht auch, die Landung ist jetzt trotz ILS. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Also, ihr seht schon, Spoiler off. So, wir sind gelandet in Stuttgart. Ja, turbulenter Flug. Bild eingefroren auch noch gegen Schluss, gegen Ende. Flug, die Geschwindigkeit bei 120 war echt wirklich zu langsam. Also so 130, 140 Knoten ist eigentlich die perfekte Landegeschwindigkeit, ja. Ja, entschuldige mich für den kleinen Aussetzer hier und auch für den nicht so geplanten Flug. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und wie gesagt, lasst ein Abo da oder Wünsche, Anregungen. Ich werde es zeitnah und wenn es mir möglich ist, beantworten, eure Kommentare und ja, Tipps und Tricks immer willkommen und danke mich fürs Zuschauen und alles ausmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.